Hallo liebe Freunde des Rechts, Rainer Füllmich beschäftigt uns heute einmal wieder und zwar geht es um eine Aussage, die wir betrachten sollten im Blick auf Holocaust-Relativierung, Bagatellisierung, Verharmlosung und bei der Gelegenheit können wir den 130 Absatz 3 StGB mal etwas näher kennenlernen. Zunächst mal zum Kern der Aussage, Rainer Füllmich sagt Folgendes. Dass es nicht Deutschland das einzige Land war, das dafür verantwortlich war, unabhängig von den Ländern. Es war nicht Hitler, der das getan hat, sondern es waren das angloamerikanische Finanzsystem und viele der sogenannten amerikanischen Tycoons, die ihn finanziert haben. Wow, also nicht Hitler, sondern das angloamerikanische Finanzsystem sollen verantwortlich gewesen sein für den Holocaust. Schauen wir uns mal an, wie das eigentlich im Gesetz aussieht. Also das Gesetz 130 StGB, Volksverhetzung, sieht also vor im Absatz 1, da geht es um Hetze und Gewaltaufrufe, aber Absatz 3, das ist die spezielle Vorschrift zur Holocaustleugnung. Da heißt es also mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, also mehr als da oben, wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, also zum Beispiel den Holocaust, in einer Weise geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, das ist also ein weiteres Tatbestandsmerkmal, öffentlich, zum Beispiel im Internet oder in einer Versammlung, billigt, leugnet oder verharmlost. Das sind die drei verschiedenen Tatbestandsalternativen, billigen, leugnen oder verharmlosen. Leugnen ist beispielsweise, dass ich sage, es gab den Holocaust gar nicht, da gibt es auch das Leugnen, wenn man sagt, es waren nicht 4 Millionen, sondern es waren nur 2 Millionen oder es waren gar nicht so viele oder so viele Juden haben in Deutschland oder Europa gar nicht gelebt, wie damals angeblich gestorben sein sollen, denn deswegen müssten ja diese Zahlen falsch sein. Ein Verharmlosen kann auch quantitativ, qualitativ wiederum so aussehen, dass man sagt, war doch gar nicht so schlimm oder jedem das Seine ist eine solche Verharmlosung. Billigung hingegen ist die Variante, mit der wir uns hier näher befassen, beschäftigen sollten. Nämlich, wenn jemand sagt, es gab gute Gründe für eine solche Billigung. Beispielsweise, wenn jemand sagt, der Holocaust war zwar bedauerlich, aber unvermeidlich. Das ist eine, hier Rand Nummer 29 bei Fischer StGB. Oder ganz abstrakt nochmal, erforderlich ist vielmehr ein ausdrücklich quantitatives, qualitatives Bagatellisieren von Art, Ausmaß, Folgen oder Wertwidrigkeit einzelner oder der Gesamtheit nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen, so heißt es bei Lackner Kühl, oder ein Herunterspielen, Beschönigen oder in ihrem wahren Gewicht verschleiern. Schauen wir uns den Kontext von diesem 45 Sekunden langen Schnipsel noch einmal von vorne an. Rainer Füllmich spricht hier von einer Begegnung, die er hatte mit einem polnischen rechtsnationalen oder konservativen Politiker, der wohl Mitglied des Parlaments ist und auch alle Corona-Maßnahmen in Frage stellt bzw. Existenz des Virus leugnet. Also sozusagen Brüder im Geiste. Dieser Geschichte gesehen. Es war ein Mitglied des polnischen Parlaments, der uns erklärt hat, er war ein früherer Dokumentarfilmer und er hat sich die Konzentrationslager in Majdanek und in Auschwitz angeguckt und natürlich ist das alles passiert. Also er bestreitet nicht, dass das alles passiert ist, das ist durchaus typisch, damit schafft man auch Glaubwürdigkeit, wenn man sagt, doch, das ist alles passiert, hört mir weiter zu, ich habe was zu sagen. Diese ganzen Gräueltaten haben stattgefunden, aber es gibt einige Perspektiven, die auch öffentlich gemacht werden sollten und man fragt sich da schon, was ist da los? Und er hat uns gesagt, und ich habe allen Grund, ihm zu glauben. Ich habe allen Grund, ihm zu glauben, das ist also jetzt das zu eigen machen, das ist jetzt insofern wichtig, als es ja auch sein kann, dass Herr Füllmich einfach nur beschreibt, was es da für ungeheure Positionen in Polen gibt, die man einfach distanziert und wertungsfrei übernimmt, sondern Füllmich sagt, ich habe allen Grund, ihm zu glauben, was ist da los? Das ist sozusagen auch die Frage, die er stellt. Dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht Deutschland das einzige Land war, das dafür verantwortlich war, unabhängig von den Ländern. Es war nicht Hitler, der das getan hat, sondern es waren das angloamerikanische Finanzsystem. Also jetzt streng am Wortlaut sagt Herr Füllmich an der Stelle jetzt also nur, es war nicht Deutschland, was alleine verantwortlich war. Also da könnte man durchaus ja zur Verteidigung anbringen. Naja, also das kann man durchaus argumentieren, dass Deutschland auch Hilfe hatte von anderen Staaten, die mitgewirkt haben, aber Deutschland war nicht alleine verantwortlich.
Im nächsten Atemzug sagt er aber, es war nicht Hitler, sondern das angloamerikanische Finanzsystem. Und das ist jetzt interessant, dass jetzt hier sogar differenziert wird zwischen Deutschland und Hitler. Meistens ist es so, dass man sagt, es war nur Hitler und nicht alle Deutschen. Hier sagt er, es war nicht Deutschland, es war nicht Deutschland alleine, aber jedenfalls nicht Hitler. Darauf kommt es im Grunde aber am Ende gar nicht an. Und es kommt auch nicht darauf an, ob das spitzfindig gesehen sogar nachvollziehbar ist, dass es noch weitere Beteiligte gibt. Wir haben hier auf jeden Fall eine Schuldverschiebung. Wir sagen nämlich, nicht wir, sondern Herr Füllmich sagt hier, dass also das angloamerikanische Finanzsystem eigentlich ursächlich sein soll. Und viele der sogenannten amerikanischen Tycoons, die ihn finanziert haben, mit Eugenik in ihrem, als ihrem Hintergrund. Und es Winkel dieser Geschichte gesehen. Eugenik als Hintergrund für die Motivation, um als angloamerikanisches Finanzsystem, und das ist häufig ein Code für Judentum wiederum, was man häufig ja, unterstellt, sei sozusagen die treibende Kraft hinter diesem angloamerikanischen Finanzsystem. Und da sind wir, wenn wir jetzt die Rechtsprechung zum 130 und die Gesetzesbegründungen anschauen, schon ziemlich weit drin. Ich will nicht sagen nur nah dran. Nach meiner Auffassung ist die rote Linie überschritten, denn diese Wertwidrigkeit, wie sie hier beschrieben wird, wird relativiert in dem Moment, wo ich sage, das war nicht eine Motivation von Deutschland oder Hitler, sondern es kam von außen, es waren wirtschaftliche Interessen, die hierfür verantwortlich waren. Und damit haben wir eine Verharmlosung, eine Bagatellisierung des Holocaustes, was strafbar ist nach § 130 Absatz 3 Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre, die dabei vorgesehen sind. Ich wurde in der Vergangenheit häufig gefragt, kann man nichts gegen Füllmich unternehmen? Wieso tun denn die Kammern nichts? Da stand im Raum, dass er vielleicht mit seiner Corona-Sammelklage einen Betrug begangen haben könnte, indem er Geld eingesammelt hat, mit dem Versprechen, Klagen zu erheben, die in Wirklichkeit nicht oder nicht so erhoben wurden. Ungeheuerliche Behauptungen natürlich, aber an der Stelle immer wieder das Aufstellen, Verbreiten von auch gefährlichen, falschen Tatsachen, Behauptungen ist nicht strafbar. Das ist in Deutschland immer noch erlaubt. Ich halte das für nicht richtig. Ich glaube, dass wir schon eine Strafbarkeit oder ein Verbot dafür haben sollten mit engen Grenzen. Aber es ist in Deutschland durchaus erlaubt, zu behaupten, Impfungen wären eine Gentherapie. Selbst die Tatsachenbehauptung, 5000 Menschen seien daran gestorben, ist als Tatsachenbehauptung zwar nicht von der Meinungsfreiheit geschützt, aber es ist gleichwohl nicht strafbar, so etwas zu verbreiten. Strafbarkeit für Tatsachenbehauptung entsteht immer erst dann, wenn wir einen Personenbezug haben oder wenn sich diese Tatsachenbehauptung oder die Relativierung auf den Holocaust bezieht. Da sind wir in Deutschland besonders empfindlich. Da gibt es eine Spezialstrafbarkeit, die aus gutem Grund, aus historischen Gründen ins Strafgesetzbuch aufgenommen worden ist. Damit tatsächlich eine Begrenzung der Meinungsfreiheit. Die Meinung, der Holocaust war doch nicht so schlimm, darf in Deutschland nicht so geäußert werden, jedenfalls nicht in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu gefährden, zu stören. Und das haben wir, wenn jemand mit einer solchen Reichweite solche Botschaften verbreitet. Und deswegen ist das jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaften. Die Rechtsanwaltskammern kümmern sich dort, wo strafbares Verhalten vorliegt, in der Regel nicht vorrangig darum, sondern warten erstmal die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften ab und entscheiden dann über einen Widerruf der Anwaltszulassung. Insofern kann man es zwar dorthin melden, aber es ist dann die Aufgabe der Rechtsanwaltskammern, das wiederum an die Staatsanwaltschaften weiterzugeben. Also könnte man gleich dort auch die Strafanzeige erstatten, wenn jemand das gerne tun möchte. Ich glaube, dass es recht gute Aussichten auf Erfolg hätte. In diesem Sinne, bleibt gesund und wenn ihr könnt, lasst euch rechtzeitig impfen.